Hallo Leute, wir spielen heute Crash Bandicoot und wir sind hier im Titelbildschirm aus irgendeinem ganz seltsamen Grund. Wir laden uns mal unseren Safe State. Wir waren hier gerade up the creek und wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, wir haben heute keine Facecam und wir sind noch nicht wir, weil der Onscher heute leider abwesend ist. Der liegt hier mal wieder hinter mir im Koma. So wie damals bei den Blaster Master Let's Plays, da war das ja auch des Öfteren der Fall. Und was ich jetzt hier mache, ihr fragt euch bestimmt, was mache ich hier? Was ich jetzt hier mache ist, ich spiele die Levels so richtig durch und hole mir die Gems, also die Kristalle. Um die Kristalle zu bekommen, muss ich die Levels schaffen und zwar im Viervierteltakt. Nein, ich muss die schaffen, ich muss die Kisten berühren und nicht berührt werden. Beziehungsweise ich darf nicht sterben und muss alle Kisten knacken. Und das wird doch schon wohl zu knacken sein. Ja, ich verspreche mich immer andauernd, da hast du schon den nächsten. Und ich bin noch etwas verschnupft, also ganz schlechte Voraussetzungen für ein Let's Play. Ich mache natürlich trotzdem Let's Plays, weil ich ziemlich durchgeknallt im Kopf bin. Und nicht nur im Kopf, sondern auch am Bauch. Ja, am Bauch, das ist ein sehr subtiler Körperteil. Ich bin da immer sehr berührhaft. Berührhaft, das ist ein Wort, welches ich jetzt gerade erfunden habe. Es bedeutet, dass wenn man mich da berührt, ich gerne mal die Augen öffne, wenn ich schlafe. Und jetzt, das wissen die meisten hier vielleicht noch gar nicht, Crash Bandicoot, das tolle Spiel. Ich habe zwei Akku-Akkus, schnappe ich mir den dritten, dann setze ich mir eine Maske auf und renne Schildkröten tot. Ähnlich wie in Super Mario Brothers, wo Schildkröten auch immer den kürzeren ziehen. Und übrigens noch eine ganz töfte Information, der BLB-Log. Diese Woche wird es ihn nicht geben. Warum? Nicht, weil wir kein Thema haben, sondern weil der Onscher mal wieder ziemlich faul ist, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken will. Faul ist ein ziemlich tolles Wort. Ich mag das Wort faul. Übrigens beim Fußball, da sagt man auch faul. Und ich habe gehört, dass man beim englischen Fußball, da verlaufen die Regeln etwas anders, da sagt man auch faul. Und warum? Das ist doch ein deutsches Wort, faul. Also ich glaube, das sind die Spiele, das sind die Game Maker ziemlich faul gewesen. So haben wir was verpasst. Nein, wir haben nichts verpasst. Das trifft sich mal wieder blendend wie ein Pilz. Pilze blenden mich gerne mal. Und wir rennen jetzt zum Ziel, um zu jonglieren mit unseren drei Federn auf dem Kopf. Ja, Randomness ist mal wieder gegeben. Warum? Weil ich alleine spiele. Mit dem Onscher, der zügelt mich. Der Onscher kann mich zügeln. Der sagt mir immer, wo es lang geht, was links und rechts ist. Aber wenn ich alleine spiele, dann kommt hier nur noch Randomness raus. Das heißt, ihr könnt das Let's Play entweder schauen oder ihr könnt es nicht schauen. Das liegt an euch, Leute. Übrigens, der BLB-Log Nummer 3, da haben wir sehr viele tolle Kommentare bekommen. Wie zum Beispiel, der eine schrieb da, lol, wie geil. Der andere schrieb, die andere schrieb, glaube ich, Cheerleader Pony Action Season 3 oder so. Ich lese natürlich alle Kommentare und ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich über Kommentare am allermeisten. Kommentare sind mir nämlich sehr wichtig. Viel wichtiger als ein Abo oder ein Daumen hoch. Das hat eigentlich nichts zu bedeuten. Das ist eigentlich nur eine Zahl, die nichts zu bedeuten hat. Und deshalb, Kommentare sind das einzig Wahre. Aber nicht nur nette Kommentare, die mich motivieren, auch Hater-Kommentare, die sehr viel unnötige Kritik ausüben, sind bei mir immer gern gesehen, weil ich dann weiß, was ich zu verbessern habe. Und ich glaube, ich bemerke gerade, dass ich in diesem Level noch gar nicht alle Kisten bekommen kann. Warum? Weil mir der grüne Gem fehlt. Also dann würde ich sagen, PS2 auf und Klappe zu. Moment. So, jetzt können wir wieder zurück zur Map. Mal sehen, was es hier noch so zu holen gibt. Der Great Gate, hier können wir, soweit ich weiß, auch noch nicht den Gem bekommen. Hier haben wir ihn, hier upstream, Moment, meine Gehirnquotienten drehen sich gerade im Kreis, nein. Papu Papu, Fehlanzeige, Rolling Stones, nie und nimmer, Hogwild, na da geht es. Hogwild, ihr könnt euch vielleicht erinnern, der Level mit dem Pferdefleisch, beziehungsweise Wildschweinfleisch. Wir reiten hier auf einer armen Sau, die gerade gebändigt wurde, auf sehr brutale Art und Weise von unserem allheiß geliebten Crash Bandicoot, unseren Helden. Ja, der Onscher, ihr habt, falls ihr die Alderen Let's Play geschaut habt, wisst ihr, dass der Onscher sich gerne mal verkleidet. Und als wer wohl? Als Crash Bandicoot. Und ich bin überrascht, dass ich jetzt gar nicht so mit meiner Nase so aufstüben muss, wenn ihr versteht, was ich meine, weil ich sehr verschnupft bin. Aber das habt ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht bemerkt, weil ich mit meiner Nase, wie gestarkt, noch nicht aufstüben musste. Wie gestarkt. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt, weil ansonsten wäre das sehr ärgerlich.
Und wenn ich mal verärgert bin, dann wisst ihr, was passiert. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an das Blaster Master Let's Play Part 16 oder so. Brooklyn Rage hieß der. Da bin ich ganz schön ausgerastet und habe den Onscha grün und blau geschlagen. Und wir haben das Ganze in der Tasche. Eine sehr tolle Taschengemeinschaft ist das hier. Perfekto, Cielo und so. Und was mich jetzt etwas beunruhigt ist, wir haben jetzt zwei Gems am Hut. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den nächsten schon ergattern können oder ob wir das noch gar nicht tun können. Native Fortress hier. Moment. Da gibt's einen. Den können wir doch nicht bekommen. Natürlich, in jedem Level gibt's einen, aber wir können ihn nicht bekommen, weil uns irgendein anderer Keychem fehlt. Ein Keychem. Hier können wir ihn auch nicht bekommen. Und ja, wir. Also, jetzt bin ich wirklich ratlos. Was soll ich jetzt nur tun? Ach. Herrgott im Himmel. Wir könnten jetzt Up the Creek machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das politisch korrekt wäre. Onja? Onja? Schläfst du oder hörst du mich? Ach, ich glaube, der ist schon im Land der Träume. Onja! Onja! Warte, ich zwick ihn jetzt in den Zeh, damit er schreit. Oder aufwacht zumindest. Quack, quack. Onja! Ja, tut mir leid. Darf ich Up the Creek spielen? Nicht oder schon? Darf ich Up the Creek spielen? Wir sind hier gerade bei Crash Bandicoot mit der Let's Play. Darf ich das spielen? Aber ich habe in allen anderen Level schon den Gem geholt. Ja, aber das war jetzt nur nicht mal ein ganzer Part. Ach, das ist immer ärgerlich, wenn man nichts zu spielen hat in einem Spiel. Kennt ihr das Gefühl, liebe Zuschauer? Leben sammeln bis zu des Wahnsinns knusprige Beute. Ich spiele jetzt Up the Creek und du wirst mich nicht daran hindern. Los geht's! Ja, wie man vielleicht merkt, bin ich etwas überdreht und der Onsch hat gerade das Licht abgedreht, was mich nur ein wenig nervt. Aber nicht so ganz viel, sondern nur ein wenig. Ach Gott im Himmel. Ich sage immer Gott im Himmel, weil Gott bekanntlich im Himmel schwebt und nicht liegt oder so. Nein, er schwebt. Gott kann schweben. Übrigens, liebe Zuschauer, habt ihr gewusst, dass wir alle schweben? Wir berühren den Boden nicht, weil unsere Magnetilos den Boden abstoßend finden. Hier ein goldener Fisch, der seitens blau ist und ein tolles Leaf Green Leaf Blatt. Direkt von Leapfrog, V-Smile und so. Ihr kennt diese ganzen Kinderkonsorten, die immer solche Sachen herstellten, wie diese seltsame Konsole mit Disney-Charakteren. Die war sehr karikaturenhaft. Und wir sind gestorben. Moment, das bedeutet, dass wir nicht, dass wir den Level neu starten müssen. Das ist ja ziemlich Shandora-artig. Shandora übrigens von One Piece, Shandora. Wer das kennt, ist weise. Ja. Und da kommen wir zurück auf die Erde, gesandt von Lord Enel, dem Gott der sieben Weltmeere. Direkt aus einem Stück übrigens, One Piece eingedeutscht, ein Stück. Ich nenne es eigentlich immer nur ein Stück. Ich verwende sehr viele eingedeutschte Begriffe, ein Stück, dekapitieren, solche Sachen und exzellerieren auch. Obwohl, ich glaube, das ist doch sogar ein deutsches Wort und ach, wir sterben schon wieder. Weil ich mich nicht konzentrieren kann, warum wohl? Ich muss reden. Aber das sagt doch jeder Let's Player, kann sich nicht konzentrieren, weil er reden muss. Aber das ist eigentlich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so schwierig ist, gleichzeitig zu spielen und zu reden. Also da wird das Spiel, da zieht der Schwierigkeitsgrad ganz schön an, wenn man dazu auch noch reden muss. Aber das ist es, was ein Let's Play ausmacht, das Reden. Ich meine, ich rede jetzt vielleicht mehr als der Durchschnitts-Let's Player. Ich rede ständig und will einfach nicht aufhören. Warum wohl? Weil das so mein geprägter Stil ist, den ich erst vorgestern so richtig prägen konnte. Eigentlich war das vor 3 Monaten oder so. Also als wir mit dem Let's Play angefangen haben. Das waren die goldenen Zeiten der BLB-Show. Der Anfang der Let's Plays. Hoppala und schnapp. Ja, übrigens, unser allererstes Let's Play war das Zombie-Let's Play. Nur mal nebenbei wohlgemerkt. Und übrigens, das ist ja relativ interessant. Unser BLB-Geheimprojekt. Wie sieht's damit aus? Wie ist es darum bestellt? Das alles erfahrt ihr womöglich im nächsten Part. Sicher könnt ihr euch aber nicht sagen, weil ich es wahrscheinlich vergessen werde. Also dann würde ich sagen, wir beenden diesen Part in 20 Sekunden. Also dann würde ich sagen, jetzt schon mal Tschüssikowski, Blaschnikowski, Ciao mit C, wieder schon reingehauen, Tschüssikowski, Blaschnikowski, und Ciao mit C und so weiter. Also dann, Ciao da!